Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute zocken wir Skype-EP mit einem Gast. Und zwar der Muris069 ist mit dabei. Hallo. Und auch mit im Channel. Und möge heute der bessere gewinnen. Ich würde vielleicht auch erstmal kurz sagen, also wir haben eben schon darüber gesprochen, was passiert, wenn er gewinnt, was passiert, wenn er verliert. Wenn er gewinnt, erhält er für 2 Wochen Meister. Wenn er allerdings verliert, kriegt er als Trostpreis immer noch Meister, aber nur für 3 Tage. Das ist ein großer Unterschied trotzdem noch zwischen Verlieren und Gewinnen. Ich würde sagen, dass, oder einen Vorschlag machen, dass wir 3 Kämpfe auswählen, weil nur ein Kampf ist dann doch zu kurz für so eine Folge. Dass nach den ersten 2 Kämpfen immer weggegeben wird, bedeutet, dass man dann auch dementsprechend weiter zocken kann. Ich fixe dir dann natürlich dann auch dementsprechend deine Rüstung, damit du dann halt damit auch weiter zocken kannst. Okay. Und nach den 3 Kämpfen wird halt entschieden, wer gewonnen hat. Passt das so? Ja. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, let's go. Ja, dann komme ich mal runter. Ich hab schon Stärke und Gefühle, du musst vielleicht noch. Dummes Wissen, ich bin scheiße. Mehr brauchst du auch nicht wissen. Let's go. Oh, so ein Angespieler ist das. So ein Angespieler, wie ich die liebe. Magst du die nicht, oder wie? Nee. Aber spiel ruhig weiter, das ist dein gutes... Ich mach einfach ohne Angekampf. Ach, du kannst ruhig mitzocken, also so ist es nicht. Ist gut. Weiter? Jo, ich hab eben nur mal kurz Musik gestartet im Hintergrund. Du machst immer diese chillige Musik an, diese chill. Ja, ich will meine Liste da immer noch mal ein bisschen aufteilen, dass ich da mal sagen kann, so ein Kampf hier mal ein bisschen schnellere, bessere Musik und wenn man so verarmen geht, dass da ein bisschen chillige Musik ist. Aber ich komme nicht dazu. Ich sehe, du riskierst. Ich kann nicht sprechen. Ja, yeah. Jonas hat mich ein bisschen therapiert. Nur durch ihn wird geschätzt. Richtig, nur noch. Oh, ich bin so schlecht, ey. Alles gut. Komm. Halb Set. Alter! Oh nein, ich hab einfach weiter drauf gehauen. Scheiße, ey. GG. Das war ein sehr schneller Kampf. Also wenn die 3 Kämpfe zu schnell vorübergehen, dann machen wir daraus auch 5, aber es gelten nur die 3 Kämpfe, so gesehen. Ja. So. Habt ihr meine Angel, glaube ich, gedrückt? Ja, das ist die. Oder warte, ich lass einfach. Du musst aufpassen, ob deine Bag ist. Ja, das sieht bisher ganz gut aus. Ich sehe auch immer in deinen Videos, die gehen alle immer kaputt. Ja. Moment mal. Ja, deswegen habe ich gerade auch so viel Herzen verloren. Mein Helm ist kaputt gegangen. Ja, ich habe noch am Ende gesagt, dein Helm ist down. Und dann hatte ich auch diesen zwei, glaube ich. Ich habe so auf deine Herzen geachtet. Ich wollte dich unbedingt irgendwie down haben. So. Super halbes Herz. Ja, das ist bitter. So, dann schaue ich mal, ob ich in der Kiste noch irgendwo ein Helm habe. Leider nicht. Das Problem, das ist doof. Ich bin mal kurz beim VIP-Bereich, ich muss mir mal kurz einen neuen Helm machen. Alles gut. So. Du bist nicht so einer, du nimmst ja nicht immer so Kids und so. Du machst das fairer, oder? Warte, ich hab dich gerade nicht verstanden. Stell dich mal ein bisschen lauter, damit vielleicht auch die Zuschauer sich mal besser verstehen können. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, dass du nicht immer dir so Kids nimmst und so. Du machst es lieber so selber und so. Genau. So, XP-Flaschen sind da. Machen wir hier ein bisschen, wie nennt sich die Kicker? Jittern? Ich kann gar nicht jittern, oh mein Gott. Ich kann das auch nur, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere und fighten kann ich damit überhaupt nicht. Mein höchstes Jittern ist echt 12 Klicks oder 10. Ich krieg da so 10, 11 Klicks.
Ja, 10, 11 Klicks, manchmal ein bisschen drunter, manchmal, ja, höher komm ich da aber auch nicht hin. So, jetzt bin ich Level 30. Oh, noch Lapis. Ohne Lapis wird das nicht funktionieren. Könnt ihr eigentlich sogar noch einen Helm geben? Ah, jetzt habe ich schon 30 Level. Was kriege ich hier drauf? Haltbarkeit 3 und Schutz 3. Ja, mein Gott, das passt doch. Hier den 1 Deck. Spielflaschen, den gebe ich jetzt auch noch mal kurz aus. Vielleicht kriege ich da noch irgendwas. Das Einzige, wo ich wirklich Klicks bekomme, ist Mouse Abuse. Ah, das kann ich gar nicht. Da kriege ich wirklich immer so 20 Klicks, wenn ich es durchleine. Ja. So, dann komme ich wieder. Arena slash Warp A. Und dann, aber man kann A schreiben, ich schreibe mal Arena. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es geht A1, es geht A, es geht Arena. Was man hier, was ich dir empfehlen würde, so auszumachen, ist dieses Essensding, was immer, also diese Essensbalken, wenn es leer geht, ich hasse das. Also so. Also, dass man Hunger kriegt, oder wie meinst du das? Ja. Ja, gut. Ich finde, das gehört irgendwo dazu. Ja. So. Du kannst mich gerne schon angreifen. Ich warte noch kurz. Gut, let's go. Ja, moin, ich hätte dich erstmal gar nicht. Übrigens, ich versuche eher weniger jetzt erstmal zu risken, also du kannst ruhig Ops fassen. Kein Problem. Alles gut. Ja, war klar, dass ich heute auch kassiere. Habe ich schon vorhin so gedacht. Weil du bist ja auch öfters auf Metz auf Skype EP. Ja. Oh. Ja, jeden Tag eigentlich schon. Ja, naja, habe ich mir schon so gedacht. Ich werde bestimmt nachher kassieren. Ja, ein Herz. Sehr kritisch. Ey. Warum kannst du aber nicht so gut PvP? Klickst du nicht schnell Aims oder hast du nicht dieses Movement und Aim? Ich glaube, das liegt einerseits auch an Aim, weil ich oft dich auch verfehle, dann mein Movement fehlt. Ich bin sowieso nicht so der PvP-Mensch. Du baust eher so, oder wie? Genau. Bau viel lieber. Nein. Guck. Nein! Och nein! Gegangen. Weißt du, ich hab versucht die ganze Zeit mein Ohr zu fressen, aber mein scheiß Mausrad ist nicht dahin gegangen! Oh, scheiße. Achso, du hotkeyst nicht, gell? Du machst mit Mausrad, oder wie? Ja. Also den einzigen Hotkey, den ich habe, ist wirklich für mein Schwert. Der ist am 9er Slot, gell? Genau. Und da habe ich halt den Hotkey. Ich habe den Hotkey halt auf F. Ich brauche einfach nur F drücken und dann bin ich beim Schwert. Ich mach mit 1, 2, 3, 4. Also 1 ist Schwert, 2 ist Rot, 3 ist Ja, Sporn, so kenne ich das halt. Zum Beispiel Jonas macht das ja auch so. Ja. Braucht deine Rüstung einen Fix eigentlich? Nein, eigentlich noch nicht. Oder warte, eine kann man fixen. Ja, warte, ich fixe kurz meine. So, dann. Hier. Und der Rest behalte ich. Nein, Spaß. So. Ich muss kurz Speed mal kurz holen noch. Oder du gibt Speed eigentlich? Warp VIP, ne? Einerseits da und auch im Spawn gibt Speed. Ehrlich? Muss ich mir jetzt gleich zeigen oder jetzt kurz? Ich habe kein Speed. So, rechts von dir dann. Ah, hier gibt's auch Angel. Hm. Genau. Alles, was man so gesehen braucht. Warp 1. Ich benutze das Portal. Ist eh schneller, aber egal. Na, das war Kampf Nummer 2. Bedeutet, der Rang ist dir schon mal sicher? Ich dachte erst bei 3. Achso, ja. Nein, ja, wenn du jetzt noch so richtig aufholst, dann. Naja, ich habe ja gesagt, die ersten 3 Kämpfe zählen halt. Und du hast jetzt 2 der 3 Kämpfe schon gewonnen. So. Auch wenn ich jetzt gewinne, das nützt mir dann dementsprechend nichts. So. Naja, gut. Würde ich sagen, let's go. Go. Komm, hier, Ehrenkill muss ich da auch mal machen.
Drei Blindes und Wind Ankorn. Ja, Leute, so leicht geht das hier in Ranggewinn. Wenn jemand einfach mal mit mir kämpft. Ein Skype-Pipi am besten. Ich hab ihn ja schon jetzt schon 2 Tage rumgebeten. Ja, das stimmt. Bei mir ist es halt gerade die Woche war bei mir extrem stressig. Oh, halbes Herz! Oh, das war kritisch. Bei Jonas auf Mad Gamble auch immer so. Und der Risk halt so weit. Oh ja. Und dann, wenn er wegrennt mit Bow immer so wegschießen, das regt mich so auf. Der kann auch richtig gut risken. Also. Ja. Ich an Jonas. Naja, ich bin ja, wenn ich bei ihm bin und er zockt Skype EP und ich schaue bei ihm dann zu, Alter, wo ich schon längst einen abgefressen hätte, da frisst du erstmal normalen Goldapfel. Oder kämpfst einfach ganz normal weiter. Deine Hände? Oh, ist gar nicht klar. Was ruhig, Ops? Ganz ruhig alles noch. Gut. Ich fühle mich dabei nämlich so schlecht, wenn ich gegen jemanden verliere, der nicht mal Obst frisst. Nur bei Feuerresistenz in einer Minute 6. Oh fuck. Der Low Ground. Ja, jetzt ist es andersrum. Hast du überhaupt schon einen abgefressen? Hä? Nein, noch nicht. Doch, am Anfang, aber da hatte ich kein Feuerrese, deswegen. Ja, moin. Jetzt muss ich den Kill bekommen. Nein! Also, ich habe schon viele Skype-Runden gewonnen, die für mich sehr, sehr peinlich sind. Du hast halt so kassiert, dann haben die zu sehr geriskt und dann hast du die gekillt, so war das, oder? So wie ich gesehen habe. Ja, das kann auch sein. Ja, aber ich stehe halt auch dazu, dass ich halt... Oh mein Gott, das war ein... Ich hab's gesehen! Ey, ich stehe halt auch dazu, dass ich im PvP einfach schlecht bin. Das sage ich halt auch vorher. Achtung, ich bin nicht gut. Aber was für mich halt zählt, ist der Spaß hier dran. Hm? Ja. Oh mein Gott, das ist immer so risky. Und du hast anscheinend ja auch mit mir... deinen Spaß, mit mir jetzt so zu spielen. Nein! Ja! Da hast du den Hit noch bekommen. So wie ich spielst. Ja, wir kriegen auf jeden Fall noch mindestens einen Kampf da rein. Ja. Hast du noch diesen letzten mitbekommen? So. Ich habe jetzt deine Rüstung nicht gefixt. Bedeutet, das, was nicht gefixt ist, ja nochmal hinschmeißen, genau. Falls du etwas nicht erhalten hast oder so, sag mal bitte Bescheid, falls Ops oder so. Gerade noch nichts. Okay, weil ich weiß nicht, wie viele Ops ich vorher hatte. So. Ich benutze gerade sowieso keine Ops, ich habe gerade 28, aber das reicht eigentlich gerade noch. Später, wenn ich ja den Rang dann habe, dann nehme ich einfach nochmal Kisten dann. Gut. So. Ah ne, ich habe 54 Ops. Na gut, dann passt das. Nochmal. Ja, du hast mir alles gegeben, was ich habe eigentlich. Gut. Okay, dann würde ich... Würde ich sagen, let's go. Jo. Auf eine Ehrenrunde sozusagen. Aber ich muss einen Ob essen. Aber so ein bisschen liegt das wahrscheinlich auch bei mir an den Klickzahlen, weil ich zum Beispiel Jonas anschaue, der hat ja viel höhere Klickzahl als ich. Der macht mit ja. Mit wie viel Klicks machst du gerade? 4, 5, 6 so ungefähr. Ja, ich mach auch mit 6, 5 Klicks. Okay. Aber das ist halt auch Movement so. Ja, gut, das stimmt. Ja, zum Beispiel, es gibt ja diese Taktiken, diese S-Tab, W-Tab und so. Mhm. Ich mach einfach dieses W, dann S, dann D, dann A und so halt. Ich mach halt so verschiedene. Ich hab nicht diese S-Tab und W-Tab und so, aber ich mach halt so komisch einfach irgendwas. Bei mir ist es halt auch so ein bisschen von der Tageszeit abhängig. An manchen Abend bin ich einfach komplett schlecht und spoken. So gesehen, und an manchen anderen Tagen, da staunen andere, wie ich da rasiere. Und da staune ich dann selber, wie gut ich da bin. Einmal warst du sogar auf Mad Gamble recht gut eigentlich. Ja, das kann so ein Tag gewesen sein. Ich hab keinen Pfeil, scheiße. Kein Pfeil, kannst du mir vielleicht einen Pfeil droppen? Natürlich. Danke.
Da war der gerade dran, den wollte ich eigentlich nur einmal wegboosten und dann ein Gap ist. Ich muss auf Hits gehen. Nein! Ja. Da ist der Ob schon zu früh drin. Ja, aber wie gesagt, wirklich, manchmal gibt es dann Zeiten. Und ich muss sagen, ich habe heute halt auch schon sehr, sehr viel gezockt. Vorhin der 2-Stunden-Livestream. Streamst du jetzt öfters, oder wie? Ja, es war aus der Begebenheit, dass letzte Woche war ja auf Matt Community Talk und da wurde halt auch das Thema YouTuber angesprochen. Und ich hatte mich damals bei Matt für YouTuber halt so gesehen beworben. Und damals gab es noch andere Richtlinien, habe ich nicht bekommen, obwohl ich mich jetzt mit sehr, sehr vielen Videos da angestrengt habe, wie auch immer. Ja, und seit neuestem gibt es ja neue Richtlinien. Und ich erfülle so gesehen alle Richtlinien. Ich habe mehr als 200 Abonnenten, ich habe mehr als 500 Aufrufe im Monat. Ich habe Videos von mit Gamble, ich habe deine Helm. Ups. Ich achte gar nicht mehr auf meine Rüssis auf diesem Server. Oh. Na, da können wir ja jetzt noch schnell einen Kampf ausführen. Ich habe zweimal gewonnen, du hast zweimal gewonnen. Jetzt gibt's die entscheidende Ehrenrunde, obwohl, aber den Rang kriegst du trotzdem. Ja, ja, alles gut. So. So. Jetzt einmal kurz für sie reinsweiten. Möchtest du eine, ist irgendeine Rüstung broken? Ja, aber egal, das ist keine vollständige. Ich hab nur noch eine Weltzweige eigentlich. Kannst du ruhig mir geben, dann fixe ich sie dir. Ist gut. Gut. Weil ich habe ja eh keine vollständigen mehr. Okay. Und da geht eh Helm zuerst an, wenn überhaupt. Okay. Dann let's go. Jetzt achte ich für sie auf der Süße. Ja, und da habe ich letzte Woche mit dem Owner von Matt gesprochen. Wegen YouTuberern, wie das Black ist. Genau. Und der sagte ja. Aber ich bräuchte mal aktuelle Videos von Matt Gamble, weil er halt nicht sehen kann, wie heutzutage die Videos dann ankommen. Soll ja auch einen Sinn haben, der YouTuber-Rang. Daher habe ich jetzt die Woche genutzt und habe an drei Tagen so gesehen Videos über Matt gemacht. Montag und Mittwoch kamen jeweils ein Gun-Game-Part raus. Und Freitag dann, also heute, der Livestream. Und ja, dann war ich vorhin nochmal bei Felix nach dem Livestream. Und hab ihm halt hier gesagt, so und so. So sind die Zahlen momentan. Und er sagte, er kann das jetzt noch nicht entscheiden. Er muss das mit Matt Grover absprechen, dem anderen Owner. Und dann kriege ich Bescheid. Wahrscheinlich dann morgen. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das nun für YouTuber reicht. Ich hoffe ja. Weil ich mache zwar monatlich extrem viele Klicks. Ich habe momentan 900 Klicks im Monat. YouTube Analytics, aber halt jedes einzelne Video hat trotzdem nur rund 10 bis etwas mehr als bisschen mehr Aufrufe. Na gut, die Matt Gamble Videos, die waren jetzt ein bisschen beliebter. Die haben halt zum Beispiel das erste Video 30 Aufrufe erreicht. Dennoch müssen sie da auch selber schauen, aber ich hoffe sehr, dass ich da den YouTuber Rang bekomme. Weil dann halt habe ich auch wirklich Lust, da öfters mal Videos aufzunehmen, Bad Wars oder so, weil ich bräuchte dann schon eine Möglichkeit, Join Me zu machen und nicht nur alle 30 Minuten, wie es der Gambler Rang kann. Was bringt eigentlich Gambler Rang? Ich habe es mir noch gar nicht so richtig angehört. Da kannst du dich nicken, da kannst du Join Me machen. Was kann man machen? Join Me? Join Me, warte, zeig ich dir mal kurz. Das ist zum Beispiel, haben wir hier auch. Ach so, dieses, ich spiel das nur, und so, slash join me und so. Das hier, das unknown jetzt so steht. Ja, ich hab verstanden, ich weiß jetzt. Ja, dann im Gang nimmt man ein paar Vorteile. Jetzt muss ich dich kriegen, komm. Ne. Ja, und wie gesagt, da bräuchte ich halt den YouTuber-Rang, um mal wirklich hier ein bisschen Bad Wars zu zocken, weil keiner Bad Wars zockt. So jetzt als Beispiel, das war schon damals das Problem. Ich hätte so gerne auf dem Ads viel mehr aufgenommen damals. Aber damals gab es noch gar keine Möglichkeit für Join Me außer für YouTuber. Ich habe YouTuber nicht bekommen, also konnte ich keine Spielmodi zocken, weil da keiner gezockt hat. Ja, das ist scheiße. Ja. Ja, da gab es ja auch gerade mal so einen Monat, wo keiner mehr drauf gezockt hat und dann da.
Ja, da hat keiner mehr drauf gezockt und dann hat es wieder angefangen irgendwie. Jetzt kommen ja auch ein paar alte Spieler wieder. Genau. Und ich möchte. Ben Helm. Ah, danke dir. Special. Und ich hoffe, dass da so wie den auch mein YouTuber-Antrag da angenommen wird, aus dem vollen Grund, das ist so gesehen eine Chance, die ich im Mad Gamble jetzt auch nochmal sehe. Jetzt nicht für Mad Gamble, aber eine Chance, die ich Mad Gamble dann gebe, wenn da jetzt ein YouTuber rausspringt, dann bin ich auch gerne bereit, da weiter Videos zu machen. Kann auch schon sagen, wenn das nicht klappt, dann wird jetzt von Mad Gamble eher weniger wieder Videos kommen. Beziehungsweise erstmal gar nicht mehr. Weil es war jetzt ein Versuch. Mal sehen, ob dieser Versuch halt gelingt. Ja. Ah ja, gut, ich habe mir auch mal ein bisschen Retro angeguckt und so. Ja. Und dann, ich habe mir auch gedacht, ich will wieder ehrlich die alten Zeiten wieder. Das war so krass, immer damals, meist um 2 Uhr noch okay, voller Mad TS, alles an, alle haben noch gespielt, das war so krass. Ja, jetzt alle sind älter geworden, keiner spielt mehr MC. Ja, MC ist wirklich momentan auf dem absteigenden Ast, das stimmt. Ich merke es ja selber hier halt auch mit dem Server. Das merkt man da komplett. Ja. Bin mal froh, wenn hier wirklich mal ein paar wenige Spieler mal drauf sind. Aber mehr kann ich momentan halt auch einfach nicht erwarten. Es gab mal wirklich Zeiten, da waren hier zum Beispiel auch mal wirklich 8 Spieler online. Am normalen Tage. So wirklich gleichzeitig 8 Spieler. Das waren immer schon Das geil. ist gut. Ja, wenn du irgendjemanden findest, der ein bisschen Werbung machen kann, dann geht Ja, schon. ist halt Kommt immer so eine schon. schwierige Sache. So, du hast ja jetzt den letzten Kampf auch nochmal gewonnen. Du kannst gerne meinen Stuff behalten, wenn du möchtest. So als kleine, auch als kleiner Gewinn, auch für den schönen Kampf. Und dann gebe ich dir erstmal den Du Rang. benutzt aber keinen Sharp 6, oder? Nee, Das war nee. jetzt kein Sharp 6, weil ich selber keins mehr habe. Nee. So, also. Lass mal kurz schauen, wie der Befehl ging. Irgendwas mit Temp-Set oder so, keine Ahnung. Der Temp, genau, aber die anderen Werte, wie rum das ist. Ja, das hat gepasst. Ach, das war. Ja, toll. Kann man fixen als Meister? Ja, kannst du. So, Das ist jetzt. gut. Habt ihr gerade nur für 7 Tage gegeben? Ich muss dir das nochmal entnehmen und dir erneut geben. Boah, ich finde es hier gut, dass man, dass er nicht so steht. Du kannst nicht so schnell diesen Befehl auswählen und so. Okay, US. Ja, muss ich gleich nochmal nachschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die nette Runde hier. Hast super Ich mich gekämpft. auch für den Rang. Na klar, kein Problem. Und wenn irgendwer anders natürlich Interesse hat, einfach mich anschreiben. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar dann da lassen und Bescheid sagen. Dementsprechend alles möglich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß euch noch. Haut rein und bye Ciao. bye.